Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zur NHL 20, zu der Saison mit den Adlern aus Mannheim. Ja, ich hoffe, ihr seid gut, ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine schöne Zeit gehabt. Und nach einem 3:0-Sieg gegen Berlin versuchen wir heute auch einen Sieg zu bekommen gegen Ingolstadt und dass wir unsere Tabellenführung ausgleichen. Solltet ihr einen Kommentar geschrieben haben ins letzte Video, habe ich es leider noch nicht gelesen, da ich jetzt gleich im Anschluss dieses Video aufnehme, da ich ja noch andere Projekte und ein bisschen anderes Zeug am Wochenende auch noch zum Erledigen habe. Ich hoffe um Verständnis. Deswegen legen wir gleich los. Wir sind zu Gast in der schönen Ingolstädter Stadt. Das war mein erstes und letztes Auswärtsspiel, was ich gefunden bin, Ingolstadt. We got a big one on the ice tonight, and along with Ray Ferraro, I'm James Cebulski, ready to call all the action. So. The Eagles start with possession as we are now underway. On the attack along the boards. Not even close. That's trying to be too perfect. You're in the middle of the ice. Get it on the net. Die Geschütz hat sich das Handzirchen. Sends it quickly to Smith. Point to point pass. Near the point. Oh, I like this, James. They've really cycled the puck well on this ship. Now they can hold it, and you put the pressure on the defenders. Eventually, they pull you down, or you get a great chance. So. Well, it's got it against the boards. Passes right to the front. Denied by the goaltender. He's sharp on this one. Out on top of the crease, aggressively to make the save. Slides the puck near the front of the net. Comes up with the stop. Ich werde gleich das Kämpfen ausprobieren, ob es jetzt besser funktioniert. Jawohl. Tut mir leid, liebe Ingolstädter Fans. Es ist jetzt gerade ein Test gewesen, ob ich es richtig eingestellt habe. Mannheim gewinnt die Rauferei. It's amazing how the energy in the building can seep away when your guy doesn't do so well in the fight. Yeah, das ist gar nicht klar, ich bin Kampfsportler gewesen. Wie fest, dass so eine Faust ist, wenn die ins Gesicht landet. Across the point. Right in the slot. Jostling for the puck and he loses control. Let's it fly. Stopped by the goaltender. Hammered into the boards. Wow, he closed off his room, slammed him into the boards. They're still rattling. Ich wollte nur die Kameraeinstellung finden. Tape to tape feed on the blue line. Heads deep inside the offensive zone. Mannheim's gained possession along the boards. Ist auch gut angefangen vor Ingolstadt. Handles the puck. Back to the point it goes. Oh, what a stop! Oh, Ingolstadt macht das Heim 1:0. Aber ich sag nichts. Got the game's first goal just past the midway mark of the first. What's the mindset now here? They were just talking on the bench. Let's go get another. I like it. You're up one. Be aggressive. Don't push the other team against the wall. Puts it on net, and that was stopped. Takes the feed. Here they come on the attack. From one end of the blue line to the other. Drives it to the front of the net. Nothing doing. The Panthers gain control of the puck against the wall. Dumps it in. The Eagles gain possession in their own end. Receives the pass. Backhand with the Jawohl. Ausgleich für Mannheim. What an effort to get this game back to level. You've got to continue.
unser Nummer 8 geht für Benny Smitty. Entschuldigung, Smith. Na, für mich ist er der Smitty. Der Ben Smitty. Das ist leichter zu merken. Schee. Schreibt's mal rein in die Kommentare, von wem das ist, Fan seid. Wenn es Mannheimer Fans seid. Schreibt's mal ein paar Nummern rein, schreibt's mal ein paar Namen dazu. Mir persönlich würde das interessieren. Ich persönlich darf man von David Wolf ein Trikot kaufen. Ich persönlich. Auswärtstrikot natürlich. Ja, Herr Mannheimer. Deswegen, und weiß gefällt mir und mir gefällt weiß persönlich besser. War jetzt ein Heimtrikot weiß, dann da die halt Heimtrikot kaufen. Mannheim's got the puck along the boards. Play whistle dead because of offside. Also habe ich schon in der letzten Folge gesagt, dass ich eigentlich David Wolf Fan bin. Was ist Security ein bisschen gespinnert gewesen? Letzte Saison. Glaube ich, letzte Saison, wo die Storms vor der Notgruppe, weil ich bin ja in der Notgruppe gestanden, wie ich zum Eishockey gehe, stehe ich in München in der Notgruppe. Haben es vorhin unten Eishockey gespielt und habe mir der scheiß Security-Menschen da gelassen. Was soll ich da? Soll ich die Spieler herschlagen oder was? Keine Ahnung. Wie ich sage, ich möchte ein Autogramm von David Wolf, da möchte ich ein Autogramm von David Wolf. You don't even make the goalie work here. You've got to make him have to do something in the net. Trying to get the puck away from the Inferno here. Carries it across the line. And that's broken up with a stick in front. Hätte das jetzt sie's meint, sie hätte auf dem Münchner Trikot unterschreiben lassen an David Wolf. Also, so viel Verstand habe ich auch noch. Nein, ich hab schon... Ich hab schon Severatsbücher dabei gehabt. Keine Angst. Ich hab mir von den anderen Jungs natürlich auch ein Autogramm geben lassen. Also, das ist. Here's a short pass to Sullivan. Here's a blast. Denies him on the play. Aber aus Gordy Mannheimer Fans kennt ihr ja sicher das YouTube, auf YouTube das Video von David Wolf, oder? Wo er da in der NHL gespielt hat. Mannheim's got it in their own zone. Now he takes it over the line. Here's a chance. Ingolstadt. Es ist ja so im Spuk, gell? Ich hab das sicher schon mal bei NHL 19 gesagt, wo man kann persönlich von jemandem denken, was man will. Vom Sport her, wenn einer Leistung bringt, wie der David, ein guter Spieler ist, dann ist alles andere egal. Der David, ich kenne nur von die Fotos von Instagram, weil ich habe auf Instagram geedet. Ich glaube, sogar Facebook habe ich die Mannheimer Adler jetzt in der. Ich kenne gerade die Fotos da vorher. Und ich finde ihn sympathisch. Ist sicher eine coole Socke. Deswegen. Sicher das Ganze anders. Man muss einen Sportler mähen, auch für seine sportlichen Leistungen und nicht wegen Persönlichkeiten, Charakter, keine Ahnung, Mannschaftsangehörigkeit und bla bla bla.
Das letzte Jahr hat ja das Bi Zotto ja bei Köln gespielt, gell? Das ist das beste Beispiel, was mir jetzt einfällt. Hat er gegen Köln gespielt. Hat er in Köln ja gespielt. Und dann, wenn er in München war, hat er halt einen harten Check gefahren gegen einen von seinen ehemaligen Teamkameraden. Ist ja richtig so. Nur weil er mit Red Bull Meister geworden ist, heißt ja nicht, dass er dann so quasi anders spielt, weil er seine ehemaligen Teamkameraden, der soll genauso spielen, wie er weggespielt hat. Das passt ja. Aber es gab nicht, wie Stimmen, dass da laut wurden, sind so quasi an das Arschloch. Jawohl! 2-1 Führungstreffer. Und da habe ich zu den Leuten in Not gerufen und gesagt, letztes Jahr, wenn er das gegen Köln gemacht hätte, dann hätten die Frauen geküsst und die Männer hätten auf die Schultern am liebsten aus der Halle ausgetroffen. Das ist etwas, was mich beim Eishockey furchtbar stört, wenn einer die Mannschaft wechselt, dass dann ein Hass gegen ihn kommt. Sport ist wie Politik. Und beim Sport geht es nur ums Geld. Und da tut der Verein heißen, wie er will. Wenn Mannheim, sagen wir mal, an Conny Adelshauser, keine Ahnung, sagen wir mal, Hausnummer für die Saison 5 Mille bietet. Oder sagen wir, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stand hat, Red Bull, ja, ich bin jetzt auch ein blödes Beispiel. Nehmen wir den Spieler XY her. Weil, wenn jetzt der eine Entscheidung hat zwischen Mannheim und Red Bull, dann geht er da hin, wo mehr Geld ist. Ist ja logisch. Wenn Red Bull sagt, ich zahle 4 Mille und Mannheim sagt, ich gebe 5 Mille, dann geht der zu Mannheim. Ist ja wohl logisch. Ich würde es nicht da, weil ich bin generell ein Red Bull-Fan. Jetzt bei der Formel 1 bin ich Red Bull-Fan. Fußball interessiert mich nicht, also da ist mir eigentlich ziemlich egal, was Red Bull macht bei Fußball, weil Fußball ist für mich Kinderspiel im Fußball. Richtige Männer spielen Eishockey und Götter machen Kampfsport. Das ist meine Meinung, aber es gibt den Spruch auch mit, es gibt auch den Spruch, Götter spielen Eishockey. Mein Bruder hat lang Fußball gespielt. Mein Bruder sagt halt, kleine Jungs spielen Fußball, richtige Männer spielen American Football. Und Götter spielen Australian Rugby, weil Australian Rugby gibt's fast keine Schutzkleider. Aber mein Sport ist ja mit allen so. Jeder soll das machen, was er will. Aber deswegen gibt es ja bei mir keine FIFA Let's Plays, weil ich hasse Fußball. Ich muss ganz ehrlich sagen, Fußball ist so eine Sportart, die was ich hasse, weil es einfach zu viel ist. Das ist überall, weißt du, mit Fußball konfrontiert. Es ist zu viel. Ich mag es nicht. Da geht es beim Eishockey schon richtig ab. Meine Frau sagt, das ist das Gute beim Eishockey. Das geht genau eine gewisse Zeit. Und dann hast du den Sommer in Ruhe. Genau da, wo die Urlaubszeit ist, hat es mich einfach. The Panthers have been the busier team in the offensive zone, but they still trail in the third. The frozen biscuits dropped and we are back underway here. Mannheim's got it now. Ingolstadt's looking to break out of their own end. Takes it across the blue line. Collins will play it to the corner and makes the save. Takes the feed from his netminder. Here they are on the attack. The Panthers have it from their own end.
Feeds it over to Sullivan. Wenn einer vorhin kriegt, dass wir 7 Days to Die auch in unser Repertoire hier aufnehmen. Gell? Also ich sag's mal so, wenn wir mehr als wir 5 Leute zusammenbringen, die wo sagen, wenn du 7 Days to Die über die Playstation spielst, wie mein guter Bro, der Pandora, dann werde ich in Erwägung ziehen, 7 Days to Die ein Let's Play zu machen. Back to the blue line. Ingolstadt's got the puck inside the defensive zone. Moves the puck along the half wall. Takes a shot, and that banks off a stick. Larkin's gaining momentum. They've got numbers. Slides it across. Heads deep inside the offensive zone. Shuts him down. Moves right to the middle. Well, that'll get a response. Well, after that hit, he's slowly working his way to the bench. He is not feeling very good. They're gonna go. Yeah, he jumped in pretty quickly after his teammate got hurt. He wants to defend here. Entweder hab ich das angefangen oder Ingolstadt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das müsst ihr mir jetzt bitte in die Kommentare schreiben. Das ist jetzt keine Aufgabe. Wer hat die Steckerei angefangen? Here comes referee Jilovec to clean things up. Wow, it was a pretty good tilt. I would say the energy in the building's gonna sag a little bit here. Their guy didn't do so well. Es kann schon sein, dass ich zweimal versehentlich draufgekommen bin. Gotch has won the draw here in the offensive zone. Can't get it to go. Gets in front of it. Takes the pass from his goaltender. Oh, he laid a solid hit on him there. He was waiting for him and laid the shoulder right into him. That might loosen a few of the chompers on that play. The Eagles have it behind the cage. Here they come on the attack. Stopped with ease. Jawohl. Ein 3-2-1 Sommer. Westerling. Snapped away. What a nice shot. But the goalie's got to do a better job cleaning up that rebound. You can't leave it right there. The Panthers have had more scoring chances and yet they trail late in this third period. Nice pass. And that brings an end to this one here this evening. Läuft's nicht gut, meine lieben Mannheimer Fans. They'll tell themselves they were close and that's a good thing. But man, this gets heavy after a while and you have to really work hard to pick up. Weil sie sagt, hey HB, Schwierigkeitsstufe auf. Mannheim bockt das, gell? Das wisst ihr ja. Wenn sie jetzt sagt, Schwierigkeitsstufe auf oder trat dies auf, trat das auf, einfach rein in die Kommentare und wir machen das. So. Die DEG ist der nächste Gegner. Mal schauen wir, was spielen sie noch im Oktober? Hier habe ich meine Prüfung. Da hoffe ich, dass es danach besser geht. Hier habe ich meine Prüfung und wenn ich meine Prüfung bestehe, fange ich hier. Nein. Warte mal, Blödsinn. Da, am 4. November fange ich dann in einer neuen Arbeit an. Ja, es gut geht. Ich mache gerade Umschulung für einen anderen Beruf. Aber das wird dann erst entschieden.
Na gut, meine lieben Sportsfreunde, dann war es das wieder für diesen Spieltag. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Würde mir den einen oder anderen Daumen nach oben freuen. Na, Kommentare sind natürlich auch erwünscht, freue mich auch immer drüber. Und wer will, kann mich auch gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Vielleicht mache ich mal ein Community-Projekt mit dem Eishockey, mal schauen einmal, oder mit einem anderen Spiel. War mal interessant, einmal mit meinen Abonnenten zu zocken und ein bisschen zu diskutieren. Muss man da mal was einfallen lassen, muss ich mal mit meiner Frau besprechen, wie viel Zeit das man für ihn gibt. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sportsfreundin, lieber Sportsfreund, je nachdem, wann das du dir dieses Video hier anschaust, vergiss meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität im Stadion ist gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel reden. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir bitte, 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 bitte gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.